Skip. Okay, let's go. Hui. Ein absurdes Riesenteil. Und wir werden damit spielen. Und es wird toll. Richtig. Genau, ich freue mich sehr. Hui. Zu. Und auf. Und zu. Und auf. So funktioniert es mit Qualität. Hui. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Hui. Das war's. Mehr habt ihr nicht verdient. Hui. Schaut mal. Ich hab ein Flugzeug. Ha! Ein Düsenflugzeug sogar. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Hui. Damals, ich erinnere mich noch dran, ich war jung und naiv. Hätte ich geahnt, was alles an Elend auf mich zukommt. Oh je. Ich hielt es damals zwar für ein gutes Modell, aber hab mir noch keine Sorgen gemacht. Hui. Wir haben hier einen mächtig großen Kerl am Start. Es fällt vielleicht nicht so auf, wie groß der wirklich ist. Deswegen, hier ist das Messen tatsächlich vonnöten, weil man nicht glaubt, für 160 Euro sowas zu bekommen. Der ist 46 cm lang. Hui. Ganz entspannt die Erwartungen erstmal unten einordnen und dann können wir schauen, ob wir vielleicht eine positive Überraschung draus finden können. Hui. Das hat mich Lebenszeit gekostet. Ich glaube wirklich, 2-3 Jahre hinten sind weg. Die kriege ich auch nicht mehr zurück. Hui. Was ist mit dir los? Hast du einmal nachgedacht in deinem Leben? So bescheuert. Unfassbar. Hui. Das hier 2012, 8 Jahre später. Ja, komm raus, du Tier. Das ist die neue. Hat ein Loch oben und unten seitlich offen. Ist euch das egal? Komplett. Richtig, mir auch. Hui. Da sind ein paar dabei, die finde ich sehr nett. Funktionen haben die Sets keine. Man kann im Zweifelsfall eine Klappe aufmachen. Die Bauweise ist auch jeweils ziemlich gleich. Hui. Kann ja mal kurz drehen. Ich meine, was ist das für ein Oschi? Was da los ist? Ich meine, hallo. Ein riesen Ding. Knüller. Messen wir direkt mal aus zum stolzen Vergleich. Hui. Die meisten Mädchen im Alter von 5 Jahren und darüber lieben das Rollenspiel. Ich mag das auch. Und es ist halt kein stufenloser Übergang in irgendeiner Form. Hui. Schön, dass ihr da seid, es freut mich sehr und wir müssen ja mal ein bisschen wieder auf den gleichen Wissensstand kommen. Deswegen habe ich mir gedacht, plaudern wir mal über Steine. Denn das ist eigentlich das, worum es mal gegangen ist. Hui. Es war ein sensationeller Erfolg, ihr seid alle glücklich. Das werde ich nicht nochmal versuchen, es wird nie wieder besser werden. Tada! So ein Spaß. Das Kapitel kann ich auch als Erfolg abschließen. Ist das nicht toll? Genau. So, also ich würde sagen, der Spielspaß ist unendlich. Ich würde ab jetzt nicht mehr damit spielen, einfach nur, um eine gute Erinnerung zu haben. Aber bis dahin hat man eine Menge Spaß und lernt Frustrationstoleranz aufzubauen. Hui. So, und das hier ist ein Welterfolg. Ich bin mir sicher, davon werden wir in Jahrzehnten noch sprechen und uns gegenseitig leicht betrunken, schunkelt irgendwie mit Tränen in den Augen erklären, wie toll das war. Man kann immer noch mal problemlos noch mal ein Stück weiter das dann die Stange da noch mal reinstecken, aber das andersrum ist sehr, sehr schwierig. Ja? Denkt an den Tim. Denkt an den Tim, lernt aus seinen Fehlern. Ich habe natürlich aus meinen Fehlern nicht gelernt. Hui. Die Frisuren sind der Knüller. Ich meine, guckt euch mal die Frise an. Was das immer im Profil, was das für ein riesiges Teil ist, ist unfassbar. Absurd. Und dann kommt es auf diesen riesigen Bubblehead drauf. Die Frise ist so groß wie die gesamte Figur eigentlich ohne Kopf. Hui. Dieser Baum ist der Baum des Grauens. Das ist die Frucht des Todes. Ich bin mir sicher. Wenn er dann fertig dasteht, bin ich mit ihm völlig einer Meinung, dass das ganz wunderbar war und dass das so sein soll. Aber bis dahin, und was der hier für ein Ärmchen damals hatte, gegenüber dem hier, der tatsächlich auch was heben kann. Das Welten liegen da dazwischen. Er baut sich super, super schnell. 4 bis 5 Stunden Bauzeit. Ich kann mir für 300 Euro hier bei uns in Frankfurt 4 bis 5 nettere Stunden holen, aber da sind also 200 Teile drin. Und wenn es 300 sind, in 9 Tüten unterteilt, das ist einfach... Das ist zu viel, das nervt, das Aufreißen von den Tüten nervt, es nervt alles. Das geht nicht. Also 400 Teile können in 2, maximal 3 Tüten verpackt werden. Hui. Ich gucke mal. Da geht nämlich auch noch einiges. Und das ist schon üppig. Kann man gar nicht anders sagen. Also hier oben sind wir jetzt. Hui.
Hier ist mein größter Lacher für mich, ist die Figur, die stört mich wirklich. Der ist komisch, aber ulkig, ist okay. Der hat einen lustigen Rüssel, ist mir sofort sympathisch. Der sieht unappetitlich aus und wir gucken mal durch. Kann nichts. Hat aber ein großes Loch. Keine Funktion.